Auch diesmal hatten Besucher der Veranstaltung Auf ein Wort die Möglichkeit, Fragen zu stellen und Antworten zu erhalten. Die Veranstaltung der CDU-Fraktion aus dem Thüringer Landtag, diesmal im historischen Bad Berka, setzte sich mit aktuellen, regionalen und überregionalen Themen auseinander. Hier trifft Politik ganz unverfälscht auf Bürgerfragen, die wir hier stellen. Heute live aus Bad Berka und wo wir ganz genau sind, an welchem historischen und feierfreudigen Ort, das erfahren wir jetzt von meinem Kollegen Thomas Gottweiß. Ja, lieber Scholle, wir sind hier in Bad Berka, einer kleinen, beschaulichen Stadt mit 7600 Einwohnern. Ein Ort mit anerkannten Heilquellen-Kurbetrieb. In angenehmer Atmosphäre stellten sich Gäste aus Politik und Wirtschaft zur Diskussion. Diesmal mit dabei Mike Moring, Fraktionsvorsitzender der CDU im Thüringer Landtag, Christine Lieberknecht, die ehemalige Ministerpräsidentin, Matthias Grafe, Unternehmer aus Thüringen, sowie Fred Menge, Vorsitzender der Verwaltungsgemeinschaft Kranichfeld. Das Thema Asylbewerber blieb an diesem Abend das größte. Ein Thema, welches nicht nur die Bundes- und Landesregierungen in Deutschland überfordert. Jeder macht sich so seine Gedanken. Hier, da weiß man auch nicht. Sind das nun wirklich Flüchtlinge oder wollen sie eben wirklich nur ein gutes Leben haben? Ich habe nichts dagegen. Wir tun ja nichts. Und ich, bei uns im oben Block, da wohnen auch welche. Wie gehen wir mit den Flüchtlingen und mit dem Asylbewerberstrom um, der ja auch Thüringen herausfordert, offensichtlich die Landesregierung überfordert und die Kommunen alleine lässt bei der Frage. Und gerade heute war ja wieder aktuell das Thema, dass die Landesregierung jetzt einfach, ohne dass es die kommunalen Spitzen wissen, die Frage der Abschiebung von abgelehnten Asylbewerbern einfach auf die Landkreise überträgt. Die Landräte haben es aus dem Radio erfahren. Ich glaube, so geht Kommunikation nicht und das haben wir heute auch besprochen. Können, ob das eine CDU-Regierung ist oder eine SPD oder eine linke Regierung, die haben alle damit zu kämpfen. Gell? Weitere Themen des Abends waren das Kindergeld plus. In den ersten drei Lebensjahren eines Kindes soll das Kindergeld deutlich erhöht werden. Besonders stark für Geschwisterkinder, um Mehrkinderfamilien besonders zu unterstützen. Mit der Finanzkraft der Eltern will die CDU zugleich deren Entscheidungsfreiheit stärken. Die Eltern können dann entscheiden, ob sie ihre kleinen Kinder in der Kita oder durch eine Tagesmutter betreuen lassen oder selbst mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen. Da stellt sich natürlich die Frage, wo kommt es den Kindern am besten zugute in der Familie? Oder in Einrichtungen? Oder was wird überhaupt mit dem Geld gemacht? Ich habe vorgeschlagen, das Geld in den Kindergeld Plus für Familien für die ersten drei Lebensjahre zur Verfügung zu stellen. Ich sehe das als eine ganz fatale Entwicklung, dass man den Eltern abspricht, ihre Kinder selbst zu erziehen. Ich selber habe in meinem Betrieb viele Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, die nach 6 Monaten wiederkommen und wieder arbeiten. 12 Monate später sind sie psychisch krank, weil sie einfach der Doppelbelastung nicht standhalten. Die Schulpolitik mit Lehrerproblemen, Inklusion und Strukturen in der Zukunft. Jedes Kind ist anders. Das heißt, man kann nicht alle Kinder über einen Kamm scheren und sagen, wir machen die eine Schule für alle Kinder, sondern gerade Kinder mit besonderem Förderbedarf haben auch die Möglichkeit, in einem Förderzentrum beschult zu werden. Das galt über viele Jahre mit sehr gutem Erfolg. Und das muss auch weiterhin möglich sein, unbeschadet der Tatsache, dass natürlich diejenigen, die in einer Klasse auch mit anderen gut aufgehoben sind, das selbstverständlich tun sollen, dass wir das auch befördern. Aber eben jedes Kind so, wie es kindgerecht ist. Im Mittelpunkt muss immer das Kind stehen. Die Gewerbesteuern, diese sollen in den Kommunen erhöht werden. Ja, Sie müssen wissen, wenn der Politik nichts mehr einfällt, dann fällt immer ein, Steuern zu erhöhen, Abgaben zu erhöhen, Gebühren zu erhöhen. Natürlich ist eine Steuererhöhung eigentlich kontraproduktiv, weil der Anreiz, etwas zu schaffen, immer mehr sinkt. Und das Windkraftproblem? Wie mir gefallen hat. War nicht schlecht. Ein spontanes Thema wurde auch noch gleich mit eingearbeitet. Erwachsenen, aber wir haben ein ganz echtes Problem. Das heißt, unsere Kinder im Alter zwischen 1 und 5 Jahren haben kaum eine Möglichkeit, an ein Kneippbecken entsprechender Gesundheitserziehung durchzuführen. Und es gab ja spontan aus dem Publikum heute Unterstützung von der Barmer, die mithelfen will, dass dieses Kinderkneippbecken entsteht. Also gesehen hat sich das komplett gelohnt, heute mit dem Format hier zu sein. Und die älteste Besucherin Inge Trapp, 90 Jahre aus Bad Berka, genoss ihren persönlichen Höhepunkt an diesem Abend. Und ein Leben ohne Politik kann ich mir gar nicht vorstellen. Mit einer bewundernswerten Ausdauer feierte sie bis in die Nacht. Denn das bekannte Hoffest mit rund 150 Gästen, diesmal in Verknüpfung mit dem Bürgerdialog, war einfach gelungen und schön.
Auf der Seite www.aufeinwort.info finden Sie weitere Informationen und alle Auf ein Wort Veranstaltungen. Anregungen und Ideen können hier jederzeit geäußert werden.